So, Sprung des Glaubens. Das heißt, wir können jetzt verdammt weit springen, wenn wir auf einer entsprechenden Plattform stehen. Jetzt sind natürlich unsere Lieblingsfreunde wieder da. Da war aber noch ein anderer. Da war ja noch ein Weg. Komm, hinlegen. Brav. Okay, der ist hin. Wir sind aber auch gleich hin. Stimmt, jetzt ginge es eigentlich hier entlang. Ach, guck mal. Ja, genau. Eiskalt erwischt, würde ich mal sagen. Ich hüpfe. Nein! 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 Ich war fast drin! Ich war fast drin! Oh, shit. Oh mein Gott, komm schon. 8 verbleibende Leben. Ach, und ich fange hier wieder an. Alles klar. Na, komm, geh mal weg da. Ich lasse den jetzt stehen, weil jetzt ist mir langsam... Da rennen wir jetzt ganz kurz vor. Ich dachte schon, wir fangen jetzt ganz von vorn wieder an. Das wäre schon übel, aber gut. So, wie war das hier lang? Und dann... Ja, stirb halt! So, dann haben wir wenigstens das Ding hier freigeschaltet und können gleich mal Munitionsvorräte auffüllen. Wie kann ich dir helfen? Ja, gnädige Frau, gib uns mal Munition. Ja, genau, das mein Leben kannst du einmal verbessern. Und dann kannst du mich wieder rauslassen. Wo geht's denn da oben eigentlich? Geht's da überhaupt weiter? Oder ich weiß es gar nicht. Ah! Death from above, falsche Richtung. Okay. Dann gucke ich mir jetzt noch ganz kurz die andere Seite der Brücke an. Theoretisch dürfte da eigentlich gar nichts mehr sein. Oder doch? Die klettern jetzt aber nicht ernst. Oh, die klettern da wieder hoch. Nee. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir zuerst durch diese aufgesprengte Seitenluke da hinten. Nix Tarnmodus. Dann gehen wir jetzt erst hier durch. Pass auf, ich speichere hier an der Stelle mal ab. Spielstand gespeichert. Nice. Ah ja, hier waren ja jetzt die Dinger. Pass mal auf. Toll, da können wir eh nichts mitnehmen. Glückwunsch. Ah, das ist der Bereich. Oh. Oh, sind wir jetzt hier? Weil da kommen wir ja offensichtlich nicht weiter. Da brauchen wir erst dieses Upgrade, um durch das Giftwasser tauchen zu können. Das heißt... Ah ja, genau, die Dinger sollte ich jetzt auch wieder mitnehmen. Ja, er ist Turok. Passen Sie mal auf. Dann geht's jetzt doch bei den scheiß Spinnenviechern weiter. Wobei, ich glaube, das war eine Sackgasse. Da bin ich nämlich gestern Abend hängen geblieben. Ich habe absolut nicht mehr weiter gewusst und ich war mir tausendprozentig sicher, dass ich erst einmal... Oh, das ist so widerlich. Ah! Sterbt, ihr verdammten... Warte mal, Sprengmunition und dann... Geil! Ja, genau. Weil hier die Tür verschlossen ist, wollte ich schon sagen. Die ist ja gar nicht verschlossen. Dass ich höre sie nur und... alter Schwede, was ist denn hier los? Das habe ich aber leicht anders in Erinnerung, Freunde. Gehst du da mal weg?
Ah, das ist der Durchgang, den ich gestern übersehen habe. Stimmt. Alter. Stimmt. Und hier gibt es gar nichts für mich. Schade. Nur ein paar Leichen. Diesen Weg hier, den Schacht, den wir hier runtergesprungen sind, den habe ich gestern gar nicht gefunden. Und dann dachte ich, weil die einzige Stelle, wo ich gefunden habe, wo es weitergehen würde, dieses Giftwasser ist, da dachte ich, dass ich dann in den Sumpf müsste, um zuerst dieses Gift-Upgrade zu holen. Aber wie es aussieht, kann man das hier tatsächlich auch so fertig spielen. Oh Gott, da ist noch einer. Wie? Habe ich den verfehlt oder was? Ich muss ihn wohl verfehlt haben beim ersten Mal. Okay. Da haben wir ein Portal. Ah, hier sind... Hä, hier sind wir? Ich wollte jetzt einfach nur vorbeirennen, um das Zeug da drüben aufzusammeln, damit ich eben nicht weiter teleportiert werde, wo auch immer wir hin teleportiert werden, ja? Oh mein Gott. Dieser Skill. Na komm schon. Aber dann können wir wenigstens das Zeug mitnehmen. Ja, schau, hat sich's doch gelungen. Das war natürlich gewollt, ja. Das war, logischerweise, war das einfach mein Mega-Skill. Ich renne in die falsche Richtung. Ja, also mein Mega-Skill. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, und jetzt stell dir mal vor, du hast keine Hinweis-Pop-Ups, was du machen musst, wo du hin musst oder so, sondern rennst hier einfach blind durch und musst schauen, dass du selber irgendwie klarkommst. Ja. Ich würde mal sagen, ich war damals sehr, sehr aufgeschmissen. Ich höre hier dauernd diese... Ach, das sind die vom, die zwei Echsen da vom Ende des Levels, kann das sein? Das muss ja auch da irgendwo sein. Apropos Warp-Portal, warum portieren, teleportieren, wenn man hier auch langlaufen kann? Was haben wir hier? Hallo? Okay, das hier kenne ich überhaupt nicht. Jetzt sind wir wirklich in einem Bereich, den ich noch gar nicht gespielt habe. Also wirklich noch gar nicht, ja. Als Kind habe ich ja damals zwar verdammt viel Turok gezockt, aber ich bin eigentlich nie übers erste Level hinausgekommen, beziehungsweise das zweite Level dann. Ah, Gesundheit. Hä, aber das kommt mir doch sehr be- Nee, hier waren wir definitiv noch nicht. Ja, geh weg. Aua! Das tat weh. Da liegt sie nieder. Hallöchen. Du darfst dann gerne mal sterben. Geht doch. So, was haben wir da hinten? Du machst dich nicht unsichtbar. Ach so, jetzt sind wir hier oben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also was? Durch das Portal gehen und dann hier weiter gucken? Oder hier weiter gucken, dann durch das Portal? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist hier eine Tür offen. Ach, leck mich doch. Es werden immer mehr Wege. Du. Du nicht. Du niemals. Ja, hör mir auf. Okay. Oh, Gesundheit. Danke. Schön. Ja, da. Weg mit dir. Okay, was haben wir jetzt hier? Ah, ein Level 4 Schlüssel. Und einen Rebel! Was hat denn dieser Hebel jetzt ausgelöst? Nächster. 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 Weißt du hier, wie, wie Lotti von Deponia. Nächster bitte. Nächster bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon hier sein möchte. Das sieht mir so nach Palasteingang aus. Wir gehen jetzt doch erstmal durch das Warp-Portal. War das hier? Das war hier. Oh mein Gott. 20 Millionen Wege.
Ich bin so überfordert. Kann ich den aufsammeln? Ja, kann ich aufsammeln. Da liegt ein bisschen Schrotmunition. Ja, ich glaube, hier haben wir jetzt die letzte Schwester der Verzweiflung. Verzweifelt bin ich inzwischen wirklich. Erstmal gucken, wo es hier Muni gibt. Da hätten wir Muni und ein paar Hügel, wo wahrscheinlich Leichen rauskommen. Ja, ja. Gibt's denn nicht, was die aushalten? Hier liegt Gesundheit drin. Aua. Aua. Alter. Stirb endlich. Was? Ein Schuss aus Explosivmunition überlebt der. Wie krank. Da drin geht's weiter. Oh mein Gott, was für ein riesiger Friedhof. Ach du Scheiße, da sind mehrere Kammern. Erzähl mir nicht, dass die sich alle öffnen werden. Ich sollte vielleicht auch mal treffen. Ha! Ha! Ich bin ausgewichen. Hast du gesehen? Ich bin ausgewichen. Oh mein Gott. Okay, der ist down. Halt! Munition. Ne, keine Chance. Ich kann dem Zeug nicht ausweichen. Da hinten hat sich was geöffnet. Hier ist was offen. Da ist ein Hebel. Gesundheit. Oh mein Gott. Was seid ihr denn? Geht weg. Nein, aus. Lasst mich. Ich brauche Gesundheit, Leute. Da hinten. Da hinten ist Gesundheit. Strafen, strafen, strafen. Und dann hier, da so. Ach, Alter. Nerv jemand anderen. Ihr sollt jemand anderen nerven, bitte. So, warte, lass uns mal kurz rankommen. Oh Gott. Okay, das zerlegt die Viecher mit One-Hit. Okay. Gute Nacht. Haben wir da noch was drin? Nee, ne? Hat sich auf jeden Fall voll gelohnt. Ja, hat sich total gelohnt. Okay, da hinten ist wieder was auferstanden. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr mit Deckungen arbeiten, ne? Das vergisst man in so einem Spiel ganz schnell mal. Da waren wir schon drin. Da müssen wir noch rein. So, warte. Friedhofstor geöffnet. Das ist aber sehr nett. Welches der vielen Friedhofstore? Sei da mal ein bisschen genauer. Ich höre hier schon wieder was röcheln. Dieses Friedhofstor vermutlich. Oh mein Gott. Ja, ja. Was mir nur nicht gefällt, ist die Tatsache, dass hier keine Munition rumliegt. Ist er tot? Ja, okay. Nein, 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 nein. Alter, diese Zombies. Stirbst du jetzt mal? Wie unverschämt. Ja, okay. Da ist wieder einer. Der ist erledigt. Oh, Gesundheit. Ein Rebel. Der ist auch erledigt. Wir bräuchten dringend nochmal Munition. Ganz, ganz dringend. Muss auf der anderen Seite sein. Okay.
Haben wir sie alle drei? Nee. Oh shit, keine Muni mehr für die Wumme hier. Das ist schlecht. Wo ging's denn zurück? Ganz kurz, bevor wir das nächste Teil aktivieren. Ich will nochmal Munition holen. Das ist Schrotmunition? Okay. Wo war die andere? Hier gab's doch noch mehr Munition. Da haben wir... Aua! Hä? Was? Was? Hä? What the fuck? Ich schnall's gerade nicht. Ich schnall's gerade echt nicht. Was? Lebt hier noch irgendwas? Ich gehe da mal weg. Ach, da hinten. Okay. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es gibt hier keine Pistolenmunition. Das ist irgendwie nicht so toll. Und wieso gehen die Dinger hier nicht auf? Da haben wir zwei Hebel. Ja, okay. Warte mal. Du bist tot, ne? Du bleibst hoffentlich auch tot. Okay. Jetzt geht das Ding auf. Aua. Wie dich diese halben Körper einfach nochmal... Friedhofstor geöffnet. Wie diese halben Portionen dich nochmal nerven, weißt du? Das ist schon... Ah, warte mal. Nee, geht nicht. Hä? Haben wir hier hinten vielleicht was vergessen? Weil in einem Bereich waren wir ja gar nicht drin. Nee, doch, da waren wir drin. Da waren wir auch drin. In einen bin ich nicht reingelaufen. Es kann sein, dass da noch Gegner spawnen müssten, die wir noch töten müssen, damit es weitergeht. Genau, hier, guck mal. So. Okay. Und jetzt? Oh nein, sag mir nicht, dass man da hinten das Wasser braucht. Die Fähigkeit mit dem Giftwasser, es wäre so mies. Wie komme ich denn jetzt in diese Häuser rein? Es ist ja mehr als offensichtlich, dass die zugesperrt sind. Hm. Was haben wir hier? Friedhofsschlüssel erforderlich. Okay. Ach, und lass mich raten, über die Dinger hier öffnen wir... Hä? Ich frag mich nur eins. Wie kommst denn du hier jetzt dann weiter? Weil so wie es aussieht, brauchst du hier dieses Giftwasser, um darüber zu kommen. Also... Ja, genau. Gott, was hier alles rumröchelt. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich töte euch und ihr bleibt tot. Dann habt ihr auch eure Ruhe. Oh, guck mal, was hier liegt. Ein Friedhofsschlüssel. Sah gerade eher so aus wie ein Würfel aus Portal 2, aber ja, gut, es ist ein Friedhofsschlüssel. Aua, nein, geht alle weg. Ja klar, ich schieße erstmal daneben. Wieder lebt noch. Jetzt nicht mehr. Okay, das hätten wir. Pass auf, bevor ich jetzt da hinten lang gehe, es tut mir leid. Ich sammle jetzt nochmal ganz, ganz schnell Muni auf. Ich will da definitiv nicht mit Munitionsmangel reinlaufen. Definitiv nicht.